Ja, hallo liebe Freunde, ich sitze heute hier im Hinterzimmer des Weinlands Vorderfront zusammen mit dem pfälzischen Winzer Joachim Wegener aus Bad Dürkheim und wir trinken ein Glas Kleinod, den er mitgebracht hat. Ja, Kleinod heißt der Wein hier vorne drauf und da steht Kleinod Pinot Noir. Und alles andere, was normalerweise so auf dem deutschen Wein draufsteht, das steht bei ihm hinten auf dem Rückenetikett, nämlich Dürkheimer Schenkenbühl, Spät, Burgunder Trocken, Rotwein, Pfalz. Mein Gott, bis ich das auswendig gelernt habe. Kleinod klingt einfacher. Und das war, glaube ich, auch der Grund. Ne? So, also für einen hochwertigen Wein einen Markennamen zu nehmen, ist neu in Deutschland. Oder wird nicht oft gemacht. Ja, ich meine, international wird es ja schon öfters gemacht, die Österreicher machen es uns ja seit Jahren eigentlich vor. Wir haben uns einfach irgendwann gedacht, es ist doch viel einfacher, sich einen Namen wie Kleinod zu merken, als eben diesen ganzen langen Rattenschwanz. Und dann bleibt natürlich auch das immer wieder besser im Gedächtnis. Ja, und dann macht der Winzer Wegener natürlich nicht nur das anders wie seine lieben Kollegen, sondern wenn wir da genau hinstehen, gucken, dann steht da 2002. Aber das ist kein Wein aus der Schatzkammer, das ist der aktuelle Wein, den Sie jetzt gerade verkaufen, oder einer der aktuellen Weine. Ja, es ist natürlich ein sehr begrenztes Angebot, das muss man auch immer sagen, weil rein finanziell kann man das ja nicht auf die gesamte Palette, auf die gesamte Rotweinpalette auch ausweiten. Aber unsere Barrique-Weine sind eigentlich durch die Bank relativ alt für deutsche Weine, ungewöhnlich alt. Das heißt also, wir verkaufen jetzt nicht nur diesen 2002er Pinot, sondern wir haben auch einen 2002er Cabernet noch im Sortiment. Wir haben auch noch was Älteres teilweise, also eine Cuvée, eine Art Bordeaux-Cuvée in Anführungszeichen aus 2000. Aber normalerweise... Also das ist einfach auch eine Frage der Philosophie, sagen wir jetzt einfach. Okay, der Philosophie, aber normalerweise höre ich von Ihren Kollegen, das kann man nicht machen, weil da fressen uns die Zinsen auf, die wir für den Wein zu zahlen haben und so, aber sie sehen nicht so aus, als wären sie kurz vor dem Konkurs. Dankeschön. Nein, wir leben ja nicht jetzt von diesem Marktsegment, das muss man einfach sagen. Das Marktsegment ist gesehen, am Gesamtumsatz liegt es vielleicht im Bereich von 5%. Und da muss man einfach sagen, also für mich persönlich, wir haben ja auch einen Entwicklungsprozess, gerade im Barrique-Ausbau durchgemacht. Für mich persönlich ist es einfach so, Barrique-Weine sind für mich einfach die... Ja, das ist das Top-Segment und hier muss ich irgendwo auch ein bisschen was Ungewöhnliches machen oder vielleicht auch, ja, hier muss ich auch wirklich hinter dem Produkt dann auch entsprechend stehen. Und wir verkosten ja die Weine, wir versuchen hier eben die auch zum einigermaßen optimalen Zeitpunkt dann eben auf den Markt zu bringen. Und alleine durch die relativ lange Fasslagerung, also wir lagern unsere Barrique-Weine 30 Monate im neuen Holz. Alleine dadurch braucht der Wein auch deutlich mehr Reifezeit in der Flasche und entwickelt sich eigentlich da nochmal langsamer. Aber auf der anderen Seite, und das ist eigentlich auch einer der Aspekte, warum wir den Weingut Barrique-Ausbau betreiben, die Weine kriegen eine Langlebigkeit, die wir eben mit dem normalen Ausbau sonst nicht erreichen. Ja, und das zeigt der Wein. Ich habe den vor einem halben Jahr zum ersten Mal probiert, der hat mich damals schon total begeistert. Das ist saftig, das ist frisch. Wenn ich das blind bekomme und man mich nach dem Jahrgang fragt, werde ich niemals 2002 Pinot Noir aus Deutschland sagen. Also das kommt einem gar nicht in den Sinn. Das ist ein Wein mit internationalem Format und der hat eine enorme Langlebigkeit, weil der ist jetzt noch jugendlich. Das heißt also, wenn man den reif, wirklich reif trinken will, dann muss man sicherlich noch 5 oder 10 Jahre warten. Dann dürfte der auch dieses Stadium erreichen. Naja, also der ist 2002 geerntet, dann 30 Monate barrique, 2005 irgendwann gefüllt, der ist 2009 auf den Markt gekommen, kostet aber trotzdem nur 15,10 Euro, wie ich weiß. Ja, wir haben natürlich in der Weinbranche auch, Preise richten sich in der Weinbranche ja doch auch sehr stark nach dem Bekanntheitsgrad des Weingutes und da wir ein relativ unbekanntes Weingut sind, haben wir das alles, denke ich, doch noch einigermaßen moderat kalkuliert. Es ist sicherlich so, um das nochmal mit den Zinsen ins Spiel zu bringen, die Fässer sind natürlich sehr teuer, die Flasche ist teuer, das Produkt selbst ist ja auch mit einem großen Aufwand hergestellt, sprich Ertragsreduktion, Handlese, Maischgärung etc. Auch die Lagerzeit kostet ja auch Geld. Also, wie gesagt, also reich werden wir mit diesem Wein
mit diesen Weinen sicherlich nicht. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch die Passion, die dahinter steckt, weil wir wollen ja, wenn wir, also wir müssen uns ja fragen, was wollen wir denn, wenn wir Barriqueweine produzieren? Wir wollen uns ja irgendwo schon auch mit den namhaften Weinen dieser Welt messen. Und aus meiner Sicht geht es eigentlich auch nur über Zeit. Ein wahres Wort und Leidenschaft, Zeit, das sind zwei ganz, ganz wichtige Elemente, die man braucht, wenn man große Weine machen will. Und an dem Bekanntheitsgrad des Weingutes, da haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten 5 Minuten gut dran gearbeitet, den ein bisschen zu erhöhen. Und ja, ich wünsche uns allen, dass es in Zukunft mehr Winzer wie den Joachim Wegner gibt und mehr solche Weine. Und dazu wünsche ich allen Mut und denen, die das bringen, viel Spaß. Darauf schaue ich mich nicht an. Ja.